Die Achse, wie auch die Räder, sind uralt. Wenn die jetzt ja knusprig gefroren sind und steif und porös und wir jetzt dann 20 Kilometer durch die Walachei eiern, hätte ich Angst, dass ich damit liegen bleibe. Nee, ist jetzt nicht. Harter Tag, harte Zeit. Servus und herzlich willkommen zum neuen Video. Heute ist Donnerstag. Wir haben heute in der Direktvermarktung richtig viel zu tun gehabt und viel zerlegt und viel verarbeitet. Und jetzt nachmittags bin ich jetzt unterwegs mit dem Polaris Ranger nochmal Weidekontrolle fahren, ob da gefüttert werden muss, ob die Zäune passen, ob die Tiere gesund sind, ja. Ja, das Chaos wird momentan von Tag zu Tag größer. Der jüngste Sohn jetzt nochmal gestürzt gewesen, gerade Krankenhausaufenthalt. Wir hoffen, dass es ohne Operation ausgeht. Ja, das lässt mich momentan auch ein bisschen neben der Spur laufen. Deswegen wird dieses Video massiv kürzer werden als das letzte, ganz klar. Das letzte hatte ein bisschen Probleme beim Upload. Das war nämlich dermaßen lang und groß, dass der Upload bei YouTube und die dementsprechende Überprüfung, die YouTube immer macht, wenn ein Video hochgeladen ist, dermaßen lange gedauert hat, dass es erst nachts um 10 Uhr, halb 11 Uhr kam. Ne? Also dafür nochmal sorry. Eigentlich war immer angepeilt 18 Uhr, aber ja, ab und zu geht es halt mit der Technik nicht anders. Ja, und dieses ist dann deutlich kürzer, denn ich fahre jetzt dann noch auf Pullendorf rüber, nutze das trockene Wetter, nutze, dass es ein bisschen geschmolzen ist, zumindest die Straßen trocken sind, die Hauptstraßen, und fahre da mit dem Steyr die Futterraufe, die große und das große Wasserfass schon mal hin und her, dass wir da schon mal wieder ein bisschen was gewonnen haben. Ich habe heute mal so eine kleine Liste gemacht, auf der ich dann sehen kann, was ich noch zu tun habe. Und man glaubt es kaum, die Liste, die ist noch richtig lang. Und ja, die Zeit recht kurz. Müssen wir mal schauen. Irgendwie werden wir es schaffen. Ist bis jetzt immer gut rausgegangen. Wird auch dieses Mal gut rausgehen. Aber momentan gibt es schon richtig derb viele Rückschläge. Ne? Also ich bin auch gerade so wirklich neben mir, weil ich nicht bei meinem kleinen Sohn sein kann. Aber die Cindy ist dort und ja, betreut ihn, aber er ist da ganz, ganz tapfer. Und ich hoffe, dass Weihnachten dann endlich wieder alles gut ist. Ansonsten wären es die schlimmsten Weihnachten, die wir jemals gehabt haben. Also, drückt uns die Daumen, wird wohl werden. Die jungen Damen sind wohl auf und haben noch jede Menge zu fressen drin. Das ist schick. Weidezaunmessgerät habe ich jetzt vergessen. Da fahre ich rückwärts nochmal dran vorbei. Aber da habe ich hier gestern erst Batterie getauscht. Also, das müsste passen. Ist auch schön jetzt ein bisschen mit dem Sonnenschein, gell? Also, da ist dann schon mal eine ganz so schlechte Laune wie jetzt die letzten Tage, wo es immer neblig grau verhangen war. Das drückt schon auch aufs Gemüt noch zusätzlich, gell? Muss man schon sagen. So, einmal großes Wenden. Und dann fahren wir mal zu den Bullen rüber und gucken, ob bei denen auch alles passt. Ja, Sonne ist gerade das, was man wirklich braucht, ne? Bisschen Vitamin D. Um halt die ganze Kacke ein bisschen leichter nehmen zu lassen, ne? Aktuell ist gerade wirklich der Wurm drin. Also ich bin froh, wenn das alles vorbei ist. Es lässt dann sehr unruhig schlafen. Ja, aber zum Glück ist recht wenig Zeit, dass man sich Gedanken machen kann. Sonst würde man sich gleich verrückt machen. Ja, wenig Zeit, da ist ein Stichwort, wo ich einmal Danke sagen muss, auch meinem Cutter gegenüber. Wenn wir den Mann nicht hätten, dann hätten wir nicht die Möglichkeiten, die wir jetzt haben, dass wir einfach den Luxus uns gönnen und täglich ein Video rausschmeißen. Wenn wir den nicht hätten, dann würde es wahrscheinlich momentan überhaupt keine Videos geben. Also müssen wir dem alle sehr, sehr, sehr dankbar sein und ich finde, er macht einen sauguten Job. Weil öfters mal die Frage im Raum steht, ja, die Videos sind anders. Ja, klar sind die Videos anders. Das ist ja auch inzwischen anderer Hof und andere Umstände, muss man auch sagen. Als wir angefangen haben, war das ganze Hobby in winzig klein, nur in Pullendorf. Und das ist natürlich eine andere Hausnummer als das, was wir jetzt fahren. Ne?
Außerdem sind wir gerade mitten im Umzug und da sind solche Aufnahmen, so wie heute, auch immer recht kurz und ja, recht überschaubar, weil ich einfach nicht viel Zeit habe und nicht viel Nerv habe, zwischendurch zu filmen. Ich gucke, dass ich so viel wie möglich filmen kann. Gestern haben wir mal wieder ein Luxusvideo gemacht, wo wir es einfach laufen lassen konnten. Das ist schon ziemlich geil. Ja, ich denke aber, dass sich auch das Ganze auch zugunsten von gezeigtem Video auch wieder entspannt. Wie gesagt, ich habe euch damals versprochen, ich nehme euch mit auf die Reise, egal wo es hingeht. Ja, und da sind wir eben gerade dabei, mittendrin stand nur dabei. Und deswegen haben wir jetzt den Luxus sogar, dass wir jetzt im Dezember jeden Tag quasi ein Türchen aufmachen können, also ein Video haben. Und das ist schon ziemlich geil, finde ich. Ja, das wollte ich einfach am Rande einfach mal erwähnt haben. Ist mir gerade so in den Kopf gekommen, weil ich heute erst eine Frage unter dem letzten Video beantwortet habe. Ja, wir müssen einfach froh sein, dass wir unseren Cuttermeister haben. Da sind wir echt gesegnet. So, wir gucken jetzt noch zur Bullenherde. Gar nicht so einfach, denn es hat ja getaut und jetzt ist es halb angefroren. Es ist die reinste Schlitterpartie. Oh oh. Die Bullen haben leer gefressen. Die fressen da drüben grünes Gras. Schau dir das an. Den muss ich jetzt gleich noch an. Wow. Ja, die hätten mal Kohldampf, die Jungs. Donnerwetter. Okay. Ja, dann müssen wir dann gleich mal einen Ballen rüberfahren. Denn hungrige Bullen sind genauso wie hungrige Bauern. Die machen nur Mist. Nicht, dass die da irgendwo stiften gehen. Also da müssen wir mal gucken, aber gerade scheinen sie da oben noch grün zu fressen, sehe ich. Schauen wir mal kurz. Ja, Lunken. Habt ihr noch was gefunden? Ist ja super, oder? Okay, ich bringe euch gleich noch frisches Heu, gell? Haltet die Ohren steif und haltet die Stellung. Papa ist im Anflug. Unterwegs in meiner Allradrakete nach Bullendorf. Hab da die Transportstange dabei für die große Futterraufe. Bin froh, dass ich die reingekriegt habe. Ab und zu ist es schon mal knapp im Chimney vom Platz. Und einen Kanister Diesel für den Steier dabei. Und dann kann ich hier gleich Fahrzeugtausch vollführen. Ja, wem das Video heute dazu kurz ist, der kann gerne, da oben verlinken wir es nochmal, der kann gerne nochmal das Video Uncut von der Futterungsroutine anschauen. Wer da gerne auf lange Videos steht, da habt ihr auf jeden Fall euren Spaß dran. Und dem sei das nochmal empfohlen, falls das zu kurz ist heute. Denn das heute ist wirklich bloß zwischen Tür und Angel. Aber ich habe versprochen, jeden Tag ein Video. Also machen wir das so. So, meistens Sinn macht es natürlich, wenn man jetzt auf der Straße ist, ja trocken, die Schneeketten wegnehmen. Steier nochmal voll tanken und dann geht's ja auch schon los, die wilde Fahrt.
ist schon eine spezielle Konstruktion, ne? Muss man auch mal zusammengebaut haben. Habe ich noch nie zusammengebaut. Jetzt weiß ich, wie es geht. Dann suchen wir uns mal noch einen Oberlenkerbolzen. Kugel habe ich da. Und dann können wir mal mit der ersten Fuhre starten. Schauen wir mal, was ich da beim Fundus habe. Nicht, dass der passt. Ich glaube, der ist zu groß. Ja, der müsste doch passen. So, dreh ich durch. Nee, der passt nicht. Also gut, würde passen, aber eben durch diese Bohrung. Hole ich immer einen längeren. Habe ich drinnen noch am Heckcontainer, glaube ich, einen längeren. Den Steuer können wir mal schön warm laufen lassen. Schade dem auch nicht, dass der nicht gleich voll belastet wird. Und dann suchen wir uns einfach drinnen am Heckcontainer noch schnell den passenden Oberlenkerbolzen. Inzwischen zieht es auch wieder ein bisschen an. Man merkt ganz deutlich, dass die Oberfläche rutschig wird. Das heißt, ganz vorsichtig fahren, aufpassen. Ne? Und damit wir sicher im Straßenverkehr unterwegs sind, jetzt im Dunkeln, bauen wir hinten noch einen Leuchtbalken dran. Denn sie steht ja 2 Meter vom Schlepper hinten weg. Und damit wir da auch gesehen werden, holen wir uns mal den schicken Leuchtbalken. Dann tanken wir uns noch mal schnell ein paar Liter Diesel hinten rein. Und dann geht's los. Dem, der ein Ersatzbirnchen hat, gell? Ja, da müssen wir noch schon eins reinschrauben. Der ist tot. Das wollen wir nicht. Aber jetzt tanken wir noch das Steuer voll. Bring ich gleich ein Birnchen von unten mit. Zum Glück haben wir ja alles auf Lager, gell? So, jetzt mache ich wieder aus, weil da was dunkel ist. Seht ihr ja eh nichts. So, jetzt nochmal die Spiegel nachjustieren. Genau. Einmal.
gleich. Super. Und dann schön Podcast auf die Ohren. Hannes und Jan mit Feldgeflüster. Und dann dauert die Fahrt auch gar nicht so lange. Ne? Ein Plätzchen suchen, wo wir es aber hinstellen können, ohne dass wir es tausendmal verschieben müssen. Das wird rein. Strecke durch den Wald fahren, denn das ist so schwierig. Da schmierst du mit der Batterie von dem Wald. Tja. So, dann bauen wir mal noch unseren Lichtbalken weg. So, den nehmen wir natürlich mit. Falls ich mich dann heute noch entschließe, noch das Wasser was zu fahren, muss ich aber schwer überlegen. Das sind echt ohne Mist Echtzeiten. Das ist krass. Oder ob wir das Wasserfass auf dem PKW-Hänger drauf parken und gut ist. Wir müssen mal schauen. Was wir jetzt auf jeden Fall machen, ist noch Heuballen. Ihr seht nichts. Noch ein Heuballen zu den Bullen. Das machen wir jetzt das erste Mal mit dem Steuer. Müssen aber auch noch außen rumfahren durch die Schneeschmelze und durch die Schmiere. Kann ich in den Berg im Wald nicht runterfahren. Hab keine Ketten drauf. So, machen wir halt einfach mit dem kleinen Umweg wieder außen rum. Sind wir doch gewohnt, dass alles ein bisschen länger dauert aktuell. Okay. Einmal alles in der Sonderanstellung wird cool. Weil es einfach schonender für die Vorderachse ist und ich stabiler fahre. Jetzt gucken, dass wir da das Zelt nicht abreißen. Naja, mühsam ändert sich das eigentlich, gell?
Man muss schon kontrollieren, wenn man am Ball vorbeifährt, ob alle Türen auch zu sind. Ah ja, wenn es nicht so traurig wäre. Wenn es nur nicht so traurig wäre. Nicht dort hinstellen, dass ich wieder runterrollen kann. Ja. Mal gucken, wie ich es heute fabriziere. Ah ja, der Steyr hat aber definitiv die vorne ziehen, das ist das schöne Licht. Hinten ist es noch ausbaufähig. Aber ja, ich habe auf Amazon mir schon die passenden Scheinwerfer rausgesucht. Wahrscheinlich dieselben wie vorne für Nahfeld und noch zwei für die Ferne und vorne auch noch zwei für die Ferne. Also ich will richtig Licht haben. Ich will in jeder Situation sehen, was ich tue. Zange dran, sondern ein Spieß. Das heißt, da muss man noch ein bisschen besser zielen, dass man den auch direkt da rein trifft und der nicht die Raufe umschmeißt. Na, gucken wir mal, ob ich das schaffe. Der ist zu leicht. Der Steyr ist zu leicht hinten. Ich kann da nicht rein manövrieren. Ja, der macht hinten schon Männchen. Eieieiei. Ja, ich merke schon, wie er hinten hochgeht. Super. Ah, so ein Mist. Naja, das ist fast Mist sagen, ne? Ja, dann muss der anders rüber rein. Dann kann ich hier auf der Vorne führen. Seite muss ich mich zu schräg hinstellen. Das schafft das Steyrchen nicht. Der ist hinten zu leicht. Oh Mann, ey. Es ist doch wirklich nur Mist, oder? Es ist wirklich nur Mist ständig. Und da rutscht er, weil Hinterachse total leicht ist. Alter Schwede! Da komm hin. Super. Jetzt müsst ihr aber die Köpfe wegnehmen, meine Freunde.
bin ich mutig und springe über den Zaun, dann muss ich nicht außen rumlaufen. Nee, bin ich nicht. Da sind 10 KV drauf. Ich meine, die Familienplanung ist zwar so weit durch, aber das muss es nicht sein. Angst um die Kronjuwelen. Dann laufen wir doch mal außen durch. Also als Halbnachtblinde, wenn du quasi vom Hellen ins Dunkle schaust, siehst du ja nichts. Einfach mal fuchteln, die werden schon auf die Seite gehen. Ne? So, einmal wieder vorlatschen. Und dann glaube ich, fahre ich heute nicht mehr auf Bullendorf, denn das sind einfach fast eine Stunde, wenn ich mit dem Bulldog fahre, über verschneite Wege. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob das Wasserfass auf eigener Achse die Strecke bewältigt. Jetzt wäre der Super-GAU im Dunkeln, wenn das Ding zusammenbricht. Und nee, da habe ich keinen Bock drauf. Ich denke, das verladen wir auf den PKW-Transporthänger und fahren es rüber. Jo, sternklare Nacht. Es wird wieder sehr kalt, das merkt man jetzt schon, es hat wieder angezogen. Alles, was heute ein bisschen angeschmolzen ist, ist jetzt angefroren und rutschig wie die Hölle. Aber zum Glück haben wir ja das aufwendige Füttern jetzt durch. Jetzt haben wir mal wieder ein bisschen Zeit. 2 Tage, dann darf ich es wieder auffüllen. Aber vielleicht mache ich das zu auf dem Hellen. Das macht es halt einfach deutlich einfacher, ne? Wenn man im Hellen füttert. So, meine Herren, es war mir eine Freude. Gehaben Sie sich wohl. Es ist schon wieder so spät, ne? Ich habe mir noch 1000 Sachen vorgenommen und wir haben bloß einen Bruchteil davon geschafft. Ich bin noch überzeugt, dass wir den Umzug so rumkriegen, wie man sich vorgestellt hat. Bin ich echt nicht überzeugt noch davon. So, jetzt fahren wir jetzt auf Schlingersberg. Der Baba hat Hunger. Ja. Jo, ich hab's vorhin gesagt, also ich habe mich jetzt dagegen entschieden, das Tränkefass auf eigene Achse rüber zu fahren. Die Achse, wie auch die Räder, sind uralt. Wenn die jetzt knusprig gefroren sind und steif und porös und wir jetzt dann 20 Kilometer durch die Walachei eiern, hätte ich Angst, dass ich damit liegen bleibe. Also packen wir das auf dem Hänger, auf dem Plattformhänger, auf dem PKW-Transporthänger und drücken das drüben mit dem Schlepper auf den Hänger drauf. Das ist, glaube ich, die sichere und vor allem auch eine viel schnellere Variante. Denn, wie schon gesagt, 20 Kilometer jetzt da, das dauert, bis ich drüben bin, bis wir zurück bin, bis ich angekuppelt habe, bis ich vielleicht nur irgendwie Luft in das Ding reingelassen habe. Nee, ist jetzt nicht. Ich mache mir jetzt lieber noch über Planungs- und theoretische Sachen im Büro. Da ist ja auch noch sehr, 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 sehr viel, was da zu machen ist. Es ist ja unglaublich, was für ein Rattenschwanz an diesem Umzug hängt. Und dann hoffen wir mal, wenn wir weiter Vollgas geben, jeden Tag ein bisschen was, das muss rechtzeitig schaffen. Mal gucken, wie der heutige Vlog bei euch angekommen ist. Ich habe selber noch nicht geschaut, wie da die Einschaltquoten sind. Inzwischen haben wir es kurz vor 8, um 6 Uhr war der, denke ich, online. Und da gucke ich mir den jetzt selber mal an, das Machwerk, und werde mal kurz die Füße hochlegen, einmal heiß duschen und vor allem was essen. Harter Tag, harte Zeit. Gucken wir, was uns morgen erwartet. Deswegen würde es mich freuen, wenn ihr morgen auch wieder einschaltet. Dem Video, wenn es euch getaugt hat, trotzdem den Daumen da lasst, obwohl es so kurz war. Aber wie gesagt, ihr könnt ja das vorletzte nochmal gucken. Das war dieses lange, was nachts erst veröffentlicht worden ist. Das haben vielleicht noch nicht alle gesehen. Da könnt ihr gerne nochmal reinschauen, wenn euch das zu kurz war. Und dann sehen wir uns morgen in alter Frische hoffentlich. Bis dahin, macht's gut. Servus und Ade. Country boy, here to make some noise. I live a simple life by my own choice. I'm a self-made man.